Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in unserer Hauptstadt weiter unterwegs. Haben uns hier weiter aufgebaut tatsächlich. Und sind weiter am Expandieren. So, wir gucken gerade mal. Nee, das passt. Ich habe hier nämlich Streiks gehört, aber die sind, ja, sind ganz nicht so dringend, sagen wir es mal so. Okay. Genau, wir wollten weiter uns ausbreiten. Wir sind bei 2,2 Millionen Einwohnern angekommen. Und brauchen tatsächlich mehr Jobnachfrage. Das heißt, liebe Freunde, um eine höhere Gewerbenachfrage zu generieren, brauchen wir eine Industriestadt. Eine Hightech-Industriestadt. Das heißt, wir gehen mal aus der Hauptstadt raus. Schaut euch mal an, wie schnell das jetzt geht mit dem neuen Rechner. So. Und machen mal eine brandneue Stadt hier. Und zwar eine Hightech-Industriestadt. Ja, den Namen, den lasse ich jetzt extra so stehen, weil ich habe das Ganze tatsächlich auch so in diesem Schema jetzt aufgebaut. Und das muss dann einfach so bleiben. Gut. Wir haben ja hier schon jede Menge Verbindungsstückchen. Na, wartet mal. Mir kommt da nämlich eine Idee. So, kann man hier zufällig eine andere Supportstadt anzapfen? Ja, kann man. Guck mal, schaut euch das an. Wir haben hier unten ja noch die andere Supportstadt. Die kann man ja anzapfen. Na, das habt ihr mir früher schon mal gesagt. Dass das tatsächlich auch, ja, ein Weg sein kann. Und da gebe ich euch völlig recht, deswegen mache ich das jetzt hier auch. Und zwar, dass wir hier die Supportstädte einfach für mehrere Städte nutzen, anstatt der Hightech-Industriestadt ein dreckiges, ja, Kraftwerk zu bauen, was dann wiederum die Attraktivität hier für die Hightech-Industrie schmälert. Ne? Deswegen, genau. Machen wir es jetzt einfach so. Das ist euch gut aufgefallen, wirklich. Also bin ich echt auch echt froh über so Community-Tipps hier von euch. So, wir machen mal Stromimport. So, und Wasserleitung. Ja, voll, da ist die Wasserleitung schon. Seht ihr das? Wir machen hier mal. Ach so, stimmt, wir müssen die Steuer noch anpassen. 99. Ach Quatsch. Hightech-Industrie darf natürlich nicht auf 99. So. Und machen wir da mal Nachbarschaftshandel. Wir kaufen und. Ja, dann machen wir es nochmal so. Jawohl, Freunde. Und so geht es dann hier weiter mit SimCity 4. Ich hoffe, dass euch dieses Projekt nach wie vor zusagt. Mir gefällt es nach wie vor echt, echt krass gut. SimCity 4 ist einfach eins meiner Lieblingsspiele. Ich weiß auch nicht warum. Ich meine, ich weiß doch warum, weil es einfach geil ist. Na, deswegen. Gut, machen wir mal eine Feuerwehr hier hin. So, genau. Dann können sie eigentlich auch schon. Ah. Ihr wollt Parks haben, ne? Ja, ja, ihr wollt wieder Parks haben hier. So, okay, dann geben wir euch ein paar Parks. Oh, da braucht es auch schon. Boah, alter Schwede. So. Das ist so schnell, wie der Energiebedarf steigt, ne? Das ist richtig krass. Ja, dieser Bug hier ist aber immer noch da. Auch trotz neuem Rechner, dass dieser Bug mit dem Parks da irgendwie noch da ist. So, weil ihr seht das, ne? Die Nachfrage, die geht durch die Decke. So. Kauf mal mehr. Oh, Wasser auch schon wieder. Oh mein Gott. Wie schnell wächst ihr hier? So, was? So. Zack, 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 zack. Einmal immer schön hier an die Kreuzungen. Auch um Platz zu sparen in den Parks. Das habt ihr auch gesagt. Ist auch ein sehr guter Tipp gewesen. Jawohl.
Kacke. Meine Güte. So, dann war das mal so. Den Müll noch mal kurz exportieren. Frage ist in welche Stadt? Warum ist die Musik? Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, das Spiel wäre abgestürzt. Das wäre krass gewesen. Die Frage ist jetzt, in welche Stadt? Wartet mal, wir gehen mal in die Supportstadt rüber. Es geht ja schnell. Und machen hier mal Nachbarschaftshandel. Okay, sehr schön. Dann sieht man das nämlich auch direkt. So, wunderbar hier. Gehen wir hier raus und hier nochmal in die Industriestadt. So, der Müll wird exportiert. Und wir sollten jetzt eigentlich sehen. Jawohl, es ist die erste, seht ihr? Und ich wollte nämlich die zweite nehmen. So. Oh, da unten ist noch ein kleiner Park hin. Was ist das denn? Aufgrund was? Ach so. Ja, okay. Was soll man, ne? So. Haben wir nicht drauf geachtet eben. So, und dann hier, zack, Bäume, 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 Bäume. Jawohl, schaut euch das an. Die Hightech-Industrie sprießt, blüht und gedeiht hier. Oh, sehr schön. Und die Nachfrage ist nach wie vor da. Also, richtig krass, ja. Gut, dann bauen wir einfach weiter, würde ich vorschlagen. Mach einfach die halbe Karte voll. Ja, ich meine, warum denn nicht? So. Ah, wir müssen hier unten nochmal einen Parkway machen. So. Jawohl. Sehr schön. Alles klar. Machen wir es mal weiter. Und ja. Meine Hightech-Industrie ist halt auch so ein Ding, ne? Jede Region braucht Hightech-Industrie. Ist ja klar. So. Weil man will ja auch Industriestandort sein, nicht wahr? So, dann schauen wir doch jetzt nochmal, wie das am besten passt. So, jawohl. Direkt neben der Feuerwehr stehen da die neuen Dinger. So, zack. Zack, zack, zack hier. So, schön wachsen. Jobs generiert. So, Nachbarschaftshandel. Brauchen wir wieder Wasser. Und Strom auch schon wieder. Uiuiui. Was seid ihr Stromfresser hier? Meine Güte. Das ist aber mit der aktuellen Regierung nicht abgesprochen. Nee, Quatsch. Alles gut. Man will ja hier auf dem Kanal nicht politisch werden, nicht wahr? Weil bevor man irgendwas sagt und man dann geblockt wird. Ja. Nee, danke. Da bleibe ich lieber neutral. Ist, glaube ich, besser für alle. So. Aber ihr wisst, was ich meine. So, das ist die Hauptsache. Ihr wisst, was ich meine. So, meine Güte, das ist ja wirklich ein Wachstum hier. Also Hut ab. Echt nicht schlecht. Boah, schaut euch das an. Die Jobs und Bevölkerung ist richtig krass. Ja, schon 60.000 Hightech-Industrie-Jobs. Wow. Ja, guckt euch das an, nee. Richtig heftig. So. Wir bauen mal da unten noch einen kleinen Park hin. Ich glaube, das, genau, das könnte helfen. Alles schön zupflastern hier. Hightech-Industrie. Ah. So. Ja, das, ihr seht es natürlich, ne, die Nachfrage nach Gewerbe steigt. Und ich würde vorschlagen, wir machen direkt weiter. Diese Folge scheint im ganzen Zeichen der Hightech-Industrie zu stehen, ja? Finde ich auch gut. Tatsächlich. Weil, ja, was wäre eine Region ohne Hightech-Industrie, ne? Einfach nur Mittelalter. Das braucht man natürlich nicht. Das ist ganz klar. Meine Fresse, schon 10 vor 1. Wow, also das ist... Die Zeit rast aber auch heute. Muss man ja ganz ehrlich mal so sagen. Also die Zeit ist heute echt übel.
Ich habe eben noch Silent Hill aufgenommen. Und da ging es halt auch schon so krass schnell rum. Es ist wirklich, wirklich übel teilweise, wie schnell die Zeit rumgeht. Ist auch schon Mitte November. Also, wow. Nicht mehr lange und wir fahren in Urlaub. In unseren großen Jahresurlaub. Ja, da werden dann in der Zeit von einem Monat lang leider keine Videos kommen, aber mehr dazu in einem zukünftigen Part. So, ich hoffe, dass wir das so machen kann. Jawoll, passt super. Sehr schön. Dann mach hier die Feuerwehr am besten. Ja, perfekt. Hier so rein. Ist noch Nachfrage da? Ja, extrem krasse Nachfrage. Okay. Dann. Wie sieht es eigentlich mit der Uhr gerade aus? Ich hab vergessen, die Uhr anzumachen. Verdammt. Ich schätze mal, es sind noch 12 Minuten einfach. Da muss man einfach mal schätzen, wenn man wieder mal vergisst, die Uhr anzumachen. Nee. Mann. Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen, an diesen neuen Stil. Dass man jetzt mit der Uhr arbeiten muss tatsächlich, dass man da oben links nicht mehr diesen schönen Timer hat. Aber nun gut, das sind halt die Herausforderungen, die ein neuer Rechner mit sich bringt, nicht wahr? So, aber solange die Aufnahmen laufen und auch das Audio gut läuft, bin ich zufrieden. Ich glaube, die Audioqualität, da muss ich sowieso noch drauf gucken, glaube ich, wenn ich diese Folgen rendere. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. So, das kriegen wir schon hin. Genau wie wir jetzt hier das hier hinkriegen. Schaut euch das an, ey. Und die Nachfrage sprießt nach wie vor. Es ist richtig heftig, ja. Oh, was ist denn hier passiert? Ach du Heilige. Aufgrund Wassermangels verlassen, ja. Dann könnt ihr die aber bitte wieder instand setzen. Jawohl. Seht ihr das? Sehr gut. Könnt ihr wieder instand setzen, die Gebäude. Und dann hier auch. Ah? Ja, ich wollte schon sagen. So. Dann gucken wir doch mal. Ja. Nachfrage ist richtig krass. Richtig heftig. Und sie sinkt wieder. Warum siehst du Kurve? Ach so, ja. Stadtverordnungen. Mach bitte mal hier Verordnung zur Luftreinheit. So. Und am besten. Genau, weil wir brauchen ja auch noch. Ach ja, wir brauchen ja auch noch diese Luftverschmutzungs. Genau, diese Luftverschmutzungsgeschichte. Weil wir sehen. Keine Luftverschmutzung mehr. Okay. Das sind nämlich alles Faktoren, die das. Ja, ihr seht's. Die das beeinflussen. Und jetzt geht's nämlich wieder richtig voran. So, jawohl. Die Jobs, die kommen wieder und die Nachfrage geht nicht runter. Das ist wirklich heftig. Die Nachfrage geht nicht wirklich runter, ne? Heftig, krass. Ja, es ist einfach krass. So, dann machen wir es einmal so und einmal so. Jawohl. Neue Feuerwehr für euch. So. Wunderbar. Und dann machen wir wieder neue Parks hier hin. Zack, zack, zack. Oh, schon wieder Wassermangel. Wassermangel. Jetzt reicht's aber. So. Wunderbar. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass es euch so gut geht in der aktuellen Zeit. Mir geht es natürlich jetzt sehr gut, auch wegen der neuen Kiste. Ja, freut mich einfach, dass man jetzt mal endlich mal nach so vielen Jahren ein Upgrade hat, ne?
So. Okay. So. Und mich freut auch, dass das hier mit der Hightech-Industrie so gut läuft. Tatsächlich, weil ihr seht das ja, ne? Wie krass da das Wachstum hier ist. Mit der Hightech-Industrie. Das ist wirklich heftig. Damit habe ich nicht gerechnet, tatsächlich, weil in der Hauptstadt sieht man ja immer nur Gewerbenachfrage und keine Hightech-Industrie-Nachfrage. So, das war auch daran, dass wir die aussperren. So, wir sperren die aus, weil ihr seht, das sind alles kleine Gebäude, ne? So, dann macht mal. Genau. Eigentlich perfekte Standortvoraussetzung hier für euch. Ja, und ihr seht's. Meine Güte, ey. Sollen wir nochmal in die Hauptstadt zurück? Weil es scheint mir schon richtig krass hier. Ich glaube, so eine Bevölkerung. Ja, es sind 160.000. Wartet mal. Da geht aber doch noch mehr. Hier. Geht doch noch mehr. Ja, ich wusste es. Sehr gut. Ah, herrlich. Ist da wieder Cain Tiberium hier am Start? Irgendwo ist hier wieder Cain Tiberium mit Sicherheit. Da ist er. Cain ist da. Cain ist am Start, alles klar. Finde ich auch krass, dass sie da so ein, ja, so ein Easter Egg quasi reingemacht haben. Meine Com-Com. Cool, ey. Richtig cool. Vom Entwicklerteam. So, hier ist ein bisschen was verrutscht. Warum auch immer. Aber das passt. Das passt. Sehr schön. Gut, einfach weiterbauen. Einfach so. So, da machen wir mal hier. Zack, zack. Zack. Oder einer pro Kreuzung reicht da vielleicht? Ein Park, weil das ist schon ein bisschen müßig hier. Überall die Parks aufzustellen. Pro Kreuzung. Aber das brauchen die scheinbar. Um zu gedeihen. Tatsächlich. Upsala. Ja, das meine ich. Da werden nämlich manche Betriebe unfallmäßig geschlossen. Weil die halt so wählerisch sind hier, ne? So. Hightech-Industrie ist schon extrem wählerisch. Man muss auf alles achten. Dass da keine Luftverschmutzung ist. Dass da eine vernünftige Feuerwehrstation ist. Das, ja. Ja. So, genau. Dass wir vernünftige Umweltfaktoren haben. Dass wir keinen Müll haben. Ja, das ist schon übel. Ah, und da pfeift wieder unser Vogel. So. Haben wir es bald mal? Die Nachfrage ist ja wirklich extremst, Freunde. Wirklich extrem. Meine Fresse, wir haben schon 1 Uhr. Wow. 1 Uhr schon, ja. Ich bin auch gleich fertig, aber ich möchte noch kurz gucken, was das jetzt für eine Auswirkung auf unsere Hauptstadt hat hier, dieses extreme Hightech-Industriewachstum. Oh, 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 Energie. Sonnenenergie, bitte. So, Energie. Ist mit dem Wasser aus? Ne, das passt noch, ne? Wasser passt noch. So, dann haben wir, glaube ich, hier erstmal. Auch wenn die Nachfrage zwar immer noch da ist, ja. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen mal in die Hauptstadt und gucken mal, was das jetzt für einen Effekt hat. So. Bin ich jetzt mal gespannt, tatsächlich. Ob das irgendwas gebracht hat. Ah, wir warten nochmal. Ob sich da irgendwas tut? Der Personal gut auszahlt. Oh. Oh, okay. Oh, Hochschule. Okay. Krass. Ja, scheint sich aber nichts zu getan zu haben. Ah, doch. Doch, 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 doch. Ganz minimal. Okay. Ja. Ja, doch. So langsam bewegen sich die Balken.
Arme Dienstleistungen. Okay. Ich guck mal nach der Bildung. Ja, das hier ist halt sau komisch, ne? Das. Wow, also es sind extrem viele Schüler hier in den Grundschulen. Ich hoffe, wir müssen einfach ein bisschen. Ah ja. Ja. Ein bisschen abwarten. Tatsächlich. Oh, und schaut mal, da ist tatsächlich schon die Bewohner. Das Bewohnerlimit erstmal erreicht. Bandagenfuß. Oh ja, okay. Wir machen erstmal wieder Problembekämpfung. Warum ihr denn? Ihr habt doch gar nicht so viel zu. Ist jetzt die Frage, was machen wir dafür weg? Auf jeden Fall keine Jobs. War hier irgendwo. Ja, da. Hier kann man es hinmachen. So, perfekt. Ja, wunderbar. Ihr solltet jetzt aber eigentlich. 4000? Ja, wartet mal. Ah, guck mal. 3000. Ja, ist okay. Wenn nicht aufhört, reiße ich euch das Krankenhaus ab. Ja, dann. Da kenne ich keine Gnade. Wie jetzt? Was ist denn. Ich wollte schon sagen, was ist denn los hier? Lehrpersonal nimmt Auszeit, was? Haben wir auch schon behoben. Okay. Ja gut. Ist dann aber auch hier der Bäume-Trick, der wird wahrscheinlich nicht viel bringen, ne? Wow, was ist das denn für ein Gebäude? Die A-Rooms Toilette. Ein Hotel! Ah, okay. Cool. Sieht auf jeden Fall krass aus. Was streiken sie hier? Ah, jetzt ist die große Grund. Jetzt ist die große Schule dran, ne? Oh, mein Auge. Ja, es ist langsam Schlafzeit tatsächlich. Oh, 440.000 Kosten, ja. Ach, verdammt. Die Kop Imperator. Muss leider weg, sorry. So. Was kommt da? Kommt wieder ein Reich. Ah, da klingelt meine Uhr. Okay. Alles klar. Wir sind auch durch mit der Folge. Ja, gut. Muss ich einfach mal sagen, liebe Leute. Ja, hier oben die Bildung hat sich eingekriegt. Das ist gut. Jetzt fehlt nur noch hier unten das. Aber das kriegen wir auch hin. Ist kein Thema in der nächsten Folge. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge von Sims4 gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Also jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir da beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch auch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.